Ich zeige euch heute was, versprochen, das habt ihr so noch nicht erlebt. Und wenn dann nur ganz, ganz wenige, ja? Und zwar zeige ich euch heute ein Elektrofahrzeug, das so ein Mix ist aus Go-Kart, Segelflugzeug, Liegefahrrad und Sportwagen. Klingt total verrückt, aber ja, da seht ihr ja schon so einen kleinen Eindruck. Ja, aber es geht gleich noch viel, viel weiter. Wir sind heute bei Twike in Rosenthal. Das hier, in dem ich jetzt gerade sitze, ist das Twike. Um genau zu sein, das Twike Nummer 3. Ja? Es geht nämlich heute auch noch um das Twike 4 und das Twike 5, das bald schon auf den Markt kommt. Darum soll es nämlich hauptsächlich gehen. Und ihr habt das vielleicht schon mal auf den Straßen gesehen. Ein paar hundert von denen fahren nämlich rum. Und es gibt eine wirklich eingeschworene, ja, kleine, aber feine Fan-Community. Und ihr seht es schon jetzt direkt mal, ich liege hier praktisch so drin. Ich habe auch Pedale. Und das ist genau echt das verrückte Konzept. Es ist ein Dreirad, man kann mit Pedalunterstützung praktisch nochmal Energie in den Motor gewinnen. Ich kann jetzt hier in dem Fall bei dem Twike 3 durch links und rechts schieben von dem Schalthebel das Fahrzeug steuern, also das Vorderrad praktisch bewegen. Und ja, das Ganze geht so nach oben auf. Also das ist verrückt. Ja stimmt, was man noch dazu sagen muss, es hat auch noch so ein Cabrio-Gefühl. Aber ich bin jetzt erstmal mit dem Twike 3 gefahren und bevor wir zu den weiteren Versionen kommen, hier mal ein paar Fahreindrücke. So. Oben ist der Griff dann zentral. Du siehst hier einen. Ah, ja. In dem kannst du jetzt, hier hinten ist das Schloss, in das zieht man es rein. Na, reicht schon. Zack. Genau. Perfekt. Wunderbar. Ich bin so konzentriert, ich kann gar keine Fragen stellen. Ich bin so aufs Fahren konzentriert. Okay, wir stellen dir das sicher bei dem Dreirad, dass das Ding nicht so wie der Reliant Robin umfliegt. Ja. Der ganz große Unterschied ist, der Schwerpunkt liegt woanders. Na, der liegt hier einfach hinten und der liegt unten. Beim Reliant Robin liegt der vorne und oben. Das ist, wenn Leute das erste Mal einsteigen und merken, die Grenze ist doch viel weiter oben oder der Grenzbereich, der ist weiter weg, als man das erstmal sieht. Und jetzt kommen wir von dem Dreier mal hier rüber zum Twike 4. Und da, finde ich, sieht man schon jetzt direkt einen riesen Fortschritt. Ich habe heute den ganzen Tag hier verbracht bei Twike und dem wirklich, wirklich tollen Team. Ihr lernt auch gleich mal den Kopf hinter Twike kennen, und zwar, das ist der Martin. Und da merkt man wirklich in allen Gesprächen, ich kann da gar nicht zu tief ins Detail gehen, wie viel Liebe und Ingenieurskunst da drin steckt, wie an jedem kleinen Teil, an jeder Ecke und an jeder Schraube nochmal optimiert wird und darüber nachgedacht wird, wie man es verbessern kann. Und ich finde, man sieht sofort anhand dem Vierer, was für ein riesengroßer Schritt das Fahrzeug schon gemacht hat. Und das ist auch schon einige Jahre alt. Als nächstes kommt ja dann eben das Twike 5. Aber das Vierer bin ich natürlich auch Probe gefahren. Ich war einer der ganz wenigen Glücklichen, die das machen durften. Und ich kann euch wirklich sagen, das ist ganz schön krass. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Krass. Genau, die Straße ist jetzt extrem schlecht. Wow. Und unser Fahrwerk ist jetzt, ja, ich sag mal, das ist ja auch noch nicht fertig. Es ist nicht. Boah. Im Vergleich zum Twike 3 ist das Twike 4 viel geräumiger und wirkt auch wesentlich stabiler. Also die haben da richtig einen ordentlichen Fortschritt gemacht. Es wirkt mehr wie ein kleines Auto als wie ein großes Fahrrad. Bei der Lenkung war ich mir am Anfang echt nicht sicher. Man kennt die Lenkung ja mit diesen ja, beweglichen Joysticks oder ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, schon von manchen Liegerädern. Und ich dachte, das dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, weil es ist ja gar kein Lenkrad, sondern es ist ja ganz anders. Aber ich habe mich erstaunlich schnell wohlgefühlt mit der Lenkung und es war eigentlich ganz intuitiv. Also ich habe dann relativ schnell gar nicht mehr so drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht und es hat gut geklappt. Das Fahrgefühl ist echt ganz einzigartig und eher wie in einem Sportwagen. Man liegt ganz tief auf der Straße und spürt dadurch die Geschwindigkeit ziemlich intensiv. So wie auch die manche Bodenwelle und so weiter. Ne? Also immerhin soll dann das finale Twike 5, jetzt haltet euch fest, auf bis 190 km/h kommen. Also ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen, mit dem Fahrzeug so schnell zu fahren. Man kann schon schnell fahren, aber so schnell, das ist schon echt krass. Die integrierten Pedale,
Die habe ich am Anfang total ignoriert und mich natürlich nur erstmal auf das Beschleunigen, Entschleunigen und das Lenken konzentriert und bin also nur mit dem Elektromotor gefahren. Aber auch hier habe ich relativ schnell dann angefangen, leicht mitzutreten. Ja, und mit zusätzlicher Pedalkraft wird es dann also endgültig zum Sportwagen. Man kann da also auch richtig schön, sag ich mal, sich drauf oder drin besser gesagt bewegen. Bei den drei Rädern hatte ich, wie ihr vielleicht auch, die Befürchtung, dass man bei sehr starken Kurven umkippen könnte. So wie beim legendären Reliant Robin. No, not again. Und jetzt kommt so eine Kurve. Ja, richtige Schwerpunktlage, ne? Wow, oh, wow, 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 wow. Wow. Super. Wir sind nur in einem Projektfahrzeug. Also das zeigt eigentlich nur das Konzept. Ja. Das zeigt nur, dass man mit einer anderen Achskinematik einem Dreirad auch was abverlangen kann, was du eigentlich von einem Vierrad erwartest, aber nicht von einem Dreirad. Total stabil, ja. Also ich hatte da auch keine Angst, dass wir irgendwie umkippen oder so, gar nicht. Bremsen kann man auf zwei verschiedene Arten. Entweder durch einen Knopf am Joystick, das ist dann die Rekuperation, die den Elektromotor zum Entschleunigen nutzt. Und dabei wird dann wieder Energie in die Batterie zurückgewonnen für mehr Reichweite. Es gibt aber auch eine typische Fußbremse für intensivere Bremsmanöver. Ich bin aber fast nur mit den zwei Knöpfen für Beschleunigung und Rekuperation gefahren. Die Fußbremse braucht man nicht so oft wirklich nur in Extremsituationen. Also im Prinzip statt einem One-Pedal-Driving, das man von dem Elektroauto so kennt, Two-Finger-Driving. Man muss auch nicht alleine fahren, man kann sogar eine Person mitnehmen und das auch ziemlich komfortabel. Also die zweite Person sitzt genauso komfortabel wie der Fahrer oder die Fahrerin im Twike. Und auch für Gepäck ist Platz. 300 Liter in einem Kofferraum, ja, das Fahrzeug hat einen eigenen Kofferraum. Und wenn kein Beifahrersitz drin ist oder niemand mitfährt, hat man nochmal 300 Liter mehr Kofferraum. Ja, und bei der Sicherheit, das ist dann so eine Sache, da muss man schon mal ehrlich sagen, gibt es schon einige Abstriche. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit modularer Sicherheitszelle, Aluminium Space Frame, Faserverbund, Scheibenrahmen und auch 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem. Also sie machen schon, was man kann für die Sicherheit, aber ich würde es trotzdem zwischen Fahrrad und Auto einschätzen von der Sicherheit. Man kann es nicht vergleichen mit einem Auto. Es ist einfach nicht so viel möglich wie bei einem Elektroauto im Vergleich jetzt. Aber es ist auch wiederum sicherer als auf einem Fahrrad. Aber man hängt irgendwie so dazwischen. Hier ist jetzt der versprochene Kopf hinter Twike, Martin. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, also wirklich, ich muss sagen, also ich war am Anfang nicht hundertprozentig sicher, was mich erwartet, aber ich kann sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und für euch, ja, ich habe euch jetzt das Twike 3 und das Twike 4 sozusagen gezeigt, aber das ist jetzt praktisch so das, wo es hingeht. Das Twike 5, die Zukunft. Und damit ihr mal alle wichtigen Daten bekommt, und die sind ganz schön beeindruckend rund um das Twike, und mal ein paar tolle Impressionen, hier mal das Wichtigste. Das Twike 5 ist ein leistungsstarker Humanhybrid. Was für ein geiles Wort, oder? Also der Mensch ist Teil des Antriebs. Oder kurz gesagt eine Menschmaschine, die ihr da fahrt. Und die hat es ganz schön in sich. Wirklich gute technische Daten. Da ist im Vergleich zum Twike 3 kein Inverter-Charger mehr eingebaut, also für das Aufladen, sondern jetzt die Ambibox. Das ist eine umgebaute Wallbox. Und dadurch kann tatsächlich das Twike 5 dann bis zu 22 kW laden. Dass das in so einem kleinen Fahrzeug so schnell möglich ist, das ist schon echt cool. Wird dann über Typ 2 und CCS-Stecker geladen und alle anderen Stecker sind dann über Adapter möglich. Sogar ein bidirektionales Laden ist möglich. Auch der Hammer mit bis zu 11 kW über AC, also über Wechselstrom, da der Wandler im Fahrzeug verbaut ist. Ja, das Twike kann man also als Speicher für zu Hause nutzen. Also damit hat es schon mehr Technologie eingebaut als bei den meisten Elektroautos. Das ist schon beeindruckend. Sogar eine Anhängerkupplung ist optional möglich mit 250 Kilogramm Anhängerlast und 25 Kilogramm Stützlast. Also so der klassische Baumarktanhänger, den kann man da tatsächlich hinten ranhängen. Die Reichweite ist auch üppig, wie ich finde, bei der kleinen Batterie mit 18 Kilowattstunden immerhin 250 Kilometer Reichweite und bei der großen Batterie
Bei der 36 Kilowattstunden Batterie kommt ihr auf 500 Kilometer Reichweite und man beachte, ohne den Einsatz der Pedale. Wenn ihr die Pedale auch noch nutzt, dann könnt ihr die Reichweite um 5-10% erhöhen. Und wenn zwei Personen kurbeln, ja, ihr könnt auch zu zweit strampeln und die Reichweite erhöhen, dann auch auf bis zu 15%. Wichtig, man muss nicht kurbeln, sondern man kann, wenn man Energie erzeugen und eben sich bewegen möchte. Der Energieverbrauch ist wirklich eigentlich fast die beeindruckendste Zahl im ganzen Twike. Und zwar 7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist der Durchschnittsverbrauch. Das ist schon echt richtig wenig. Für alle, die es nicht wissen, beim Elektroauto ist man vielleicht eher so bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und jetzt kommt's, ja, das Twike 5 hat einen wirklich stolzen Preis. Ab 50.000 Euro ist es erhältlich mit der großen 36 Kilowattstunden Batterie. Da ist dann noch keine Anhängerkupplung oder eine zweite Kurbel für den Beifahrer mit dabei. Ja, und während der Anschaffungspreis ganz schön hoch ist, punktet das Twike dafür immerhin bei den laufenden Kosten, die dafür im Verhältnis durch die geringen Energiekosten wieder eher niedrig ausfallen. Auch die Versicherung soll günstig sein, aber ganz im Ernst, ich denke, man kann dieses Fahrzeug jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich rechnen. Man muss schon richtig Lust auf das Fahrgefühl und das gesamte Konzept und die, ja, die Überlegungen, auch was die Umweltgedanken angeht, schon ja, teilen und darauf Lust haben. Da komme ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Spätere Versionen wie das Twike 6, das ja schon so grob in Planung ist, oder eben dann weitere, sollen dann auch besser werden im Preis, weil durch höhere Produktionsmengen dann natürlich die Kosten nach unten gehen. Aber das ist eben jetzt noch Zukunftsmusik. Schlau ist, dass viele Bauteile im Twike zusammengesetzt sind aus Carry-Over-Parts. Das sind praktisch also Teile, die in der Automobilindustrie in großen Stückzahlen verfügbar sind und die Automobilhersteller dann praktisch auch verkaufen. Das klingt verrückt irgendwie, aber macht total Sinn, denn dadurch wird die Kosten massiv gesenkt, weil man nicht jedes Teil selbst entwickeln muss und man kann es auch einfacher reparieren. Ja, wer kauft sich jetzt so ein Twike? Gut, müsst ihr selber mal in den Spiegel schauen, ob das was für euch ist. Aber das Twike 3 wurde so von Physiklehrern gekauft, also Lehrern allgemein, Ärzte, Musiker, Pfarrer, das ist so die bisherige Zielgruppe. Also zum Großteil, wenn man die Leute fragt, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus und auch wegen der Außenwirkung. Weil man kommt natürlich damit ins Gespräch, man wird erkannt, man wird darauf angesprochen, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr mit so einem Teil unterwegs seid. Ja, der Umweltgedanke ist fest verankert im gesamten Twike-Konzept. Man hat natürlich einen deutlich weniger Ressourcenaufwand im Individualverkehr im Vergleich zu einem Elektroauto oder Auto allgemein und auch geringere Stromkosten durch die hohe Effizienz. Außerdem benötigt das Twike viel weniger Platz. Also selbst so, ne? Wenn man gerade mal denkt an die Städte, wo riesige SUVs rumfahren, da wünscht man sich eigentlich ein paar mehr Twikes daher. Aber jetzt kommen wir zu dir, Martin. Wieso machst du das? Sag mal, was ist deine Motivation? Du, ich bin ein Kind von 1967 geboren, 73 war ich 6 Jahre alt. Ich habe die erste Ölkrise mitbekommen und das war, ich glaube, ein Impuls, wie heute Corona-Kinder auch etwas mitnehmen, was sie dauerhaft begleiten wird. Wir leben hier auf dem Land, Mobilität ist uns wichtig und auf der anderen Seite weiß man aber, das geht nicht ewig weiter mit fossiler Energie. Und das treibt einen an. Ich bin ansonsten gelernter Automechaniker, das habe ich nach dem Abitur, habe ich mir das vorgenommen, ein Handwerk zu lernen und das dann weitergeführt mit einem Studium Maschinenbau und an der Stelle dann mein Glück und meine Aufgabe in der Weiterentwicklung des Twike gefunden. Also ich muss dazu sagen, jetzt lernt ihr ihn ja nur kurz kennen, ich war den ganzen Tag hier, Martin ist hoch motiviert und wirklich, hat wirklich Hummeln im Arsch, das kann man mal so sagen. Also hier passiert wirklich was, hier geht was voran und es geht auch bei euch schon gut voran, sag mal so ein bisschen so einen Überblick, weil ihr seid ja jetzt sozusagen, ihr habt ja schon eine gewisse Fan-Community auch schon wieder, habt auch schon ein paar Reservierungen, kannst du da mal einen groben Überblick geben? Also wir haben uns ja vorgenommen, von dem Twike 5 nur 500 Fahrzeuge zu fertigen, das ist eine Zahl, die ist so zwischen groß genug, damit wir da auch Kosten umlegen können und Kosten irgendwo im Rahmen halten und andererseits nicht zu ambitioniert, um nicht uns in der Großserie zu verlieren. Mhm. Und für diese 500 Fahrzeuge haben wir über 1700 Reservierungen haben wir schon einem gefangen. Mhm. Und die wiederum sind von 300 Kunden sind sogar Zahlungen hinterlegt worden. Also insofern haben wir sehen das ernsthafte Interesse und wir sehen auch Interesse über das Twike 5 hinaus. Super. Und sag mal, jetzt wollen wir natürlich ja nicht nur in schönen Prototypen oder sowas sitzen, sondern wir wollen natürlich im besten Falle auch mit dem Twike 5. Aber ich finde das schon, also es sieht schon
super schick aus und so weiter. Mhm. Und ist wirklich interessant, auch fahren. Und jetzt wollen natürlich auch Leute, die es zum Beispiel auch reserviert oder eben vorbestellt haben, dann auch in die Hände bekommen. Mhm. Wie sieht denn jetzt der Zeitplan aus? Wann produziert ihr? Wann kann man das Fahrzeug wirklich auch dann in den Händen haben? Also ich möchte das Wort Zeitplan, das möchte ich gar nicht überanstrengen, weil wir haben uns da immer zeitliche Ziele gesetzt, die sich am Ende doch als Zustrecken herausgestellt haben. Aber wir haben einen Fahrplan und der Fahrplan sieht vor, dass wir als nächstes zwei Prototypen aufbauen. Wir besorgen für drei Fahrzeuge Material. Das dritte Fahrzeug dient uns dann schon den Abläufen oder der Optimierung der Abläufe in der Fertigung. Und wir wollen nächstes Jahr in die Fertigung gehen. Wir wollen nächstes Jahr beginnen. Also 2023, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ja, genau. Jetzt in die Fertigung. Mhm. Und werden dann ein Produktionsvolumen von zwei Fahrzeugen pro Tag. Das ist für uns als Kleinserie ist das schon eine gewisse Ambition, aber die wird erfüllt, die ist gut hinterlegt mit guten Arbeitsabläufen, werden zwei Fahrzeuge am Tag fertigen und werden so in einem Zeitraum von 12 Monaten diese 500 Fahrzeuge bauen. Wow, also da wünsche ich euch wirklich viel, viel Erfolg, dass es soweit kommt. Und das finde ich auch wieder interessant, das kann ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Das weiß man ja auch immer nie, wieso die Leute hier so drauf sind. Der Martin ist wirklich eine ehrliche Haut, ne? Sagt da nicht gleich hier aufgeblasen, ja, kommt am so und so vielsten, so und so viel Uhr, sondern ist auch so ehrlich zu sagen, man weiß es manchmal nicht, kann sich auch nochmal ein bisschen verschieben, man weiß die Umstände aktuell nicht, aber das ist ja im jetzigen Zeitpunkt ja so, sage ich mal grob, noch ein Jahr, das ist ja übersichtlich. Also einerseits übersichtlich, es bleibt ambitioniert. Eine Fahrzeugentwicklung, normale Fahrzeughersteller, die brauchen da 5-6 Jahre für ein Modell oder um ein neues Modell dann zu lancieren. Wir haben sicherlich den gleichen Zeitraum haben wir benutzt, aber für uns ist ein komplett neues Fahrzeug. Und die Dinge derart abzustimmen, dass sie dann in der Serie auch funktionieren und das für eine kleine Mannschaft. Wir sind nur 12 Mann im Kern, wir sind vielleicht 35, 40, wenn man die externen mit dazu rechnet. Das ist für eine Fahrzeugentwicklung, ist es ambitioniert klein und bleibt auch ambitioniert in der Zielsetzung. Wir lassen aber auch nicht locker, also wir wollen so früh wie möglich produzieren. Da bleiben wir dran. Also ich muss euch sagen, ich war wirklich sehr beeindruckt von den Probefahrten und wenn das jetzt nur der Anfang ist, ja, da kommt ja noch so viel mehr und so viele Optimierungen, dann freue ich mich riesig auf das Trike 5. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja natürlich ein Startup, junges Unternehmen, wie kommt denn das Trike 5 also zur Welt? Ja, mit eurer Unterstützung. Und da seht ihr auch schon mal, das wird dann tatsächlich auch hier produziert. Guckt mal, ja, ein exklusiver Blick, den gar nicht viele sehen dürfen. Hier ist praktisch die Zukunft. Hier wurde angebaut, hier wird dann produziert, hier wird zusammengeschraubt. Ja, das ist noch richtige Handarbeit. Und da muss man halt dazu sagen, um das Ganze möglich zu machen, braucht man viel Energie, man braucht viel Geld natürlich auch. Und da ja, könnt ihr unterstützen. Und zwar könnt ihr in das Unternehmen investieren. Das Ganze nennt sich dann Crowdinvesting und funktioniert über die Plattform fundernation.eu. Den Link habe ich euch natürlich direkt unterhalb des Videos in den Beschreibungstext gepackt. Und dann könnt ihr tatsächlich schon mit einem Betrag ab 100 Euro in dieses Unternehmen investieren. Ja, klar kann man jetzt sagen, ja klar, natürlich ist ein gutes Investment, vielleicht eine Rendite, guckt euch das alles mal in Ruhe an. Aber ich finde vor allem, dass man natürlich drüber nachdenken kann, so ein Mobilitätskonzept, so ein Unternehmen und so, ja, sag ich mal, eine wirkliche krasse Veränderung in der Mobilität zu unterstützen mit einem Investment. Also das ist einfach auch eine Unterstützung in diese Vision, in diese Idee, in dieses, wie ich finde, super sympathische Team. Deswegen überlegt euch das mal, schaut euch das an. Gibt natürlich da auch immer gewisse Risiken. Das steht alles auf der Webseite von fundernation. Und ich würde sagen, ich denke schon, dass es sich lohnt, in diese Vision zu investieren. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Schreibt die mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde noch mal nach Rosenthal zurückkommen.